Eigentlich wollte ich so ein bisschen was Vlog-mäßiges zu meinem Urlaub machen, aber ich muss sagen, nein, das ist nichts für mich. Das ist schon jetzt total bescheuert. Mein Mann macht im Hintergrund den Kameramann und ich glaube, ich bin doch mehr der Typ, der zu Hause im stillen Kämmerchen aufnimmt. Aber heute geht es nach Amsterdam. Da möchte ich euch natürlich gerne ein paar Bilder von zeigen, weil ich meine, manch einer kennt es ja. Da ist ja der Laden von Steven West, Steven und Penelope. Und wir haben noch ein anderes Wollgeschäft entdeckt und die Sonne blendet unheimlich. Aber ich muss auch sagen, es ist so schön hier. Das muss ich euch unbedingt mal zeigen. Deswegen klaue ich mir jetzt gerade mal mein Handy. Oder du filmst rum, auch gut. Wir haben hier unser Ferienhaus direkt am Wasser, mit einem Steg aufs Wasser. Und es ist ja der erste Urlaub mit Krummel zusammen, es klappt alles super. Und heute ist jetzt unser größerer Ausflug und ich freue mich schon unbedingt. Ja, schaut euch doch mal die Fotos an, ich zeige euch ein paar. Viel Spaß dabei. So, jetzt fährt hier der Rasenmäher vorbei. Also. Ich hoffe, das klappt mit dem Ton einigermaßen, denn für uns geht es morgen wieder nach Hause. Aber bevor wir wieder fahren, wollte ich euch gerne noch dieser sauschönen Kulisse von meinem Lieblingsplatz hier auf dem Steg erzählen, wie es so in Amsterdam war. Die Männer sind gerade angeln gefahren und Krummel ist bei Oma, also habe ich gerade mal noch ein Viertelstündchen Zeit. Und habe mir irgendwie mal so was gebastelt mit dem Hocker und einem Türstopper, um mein Handy irgendwie zu platzieren. Ja, wie gesagt, ich kann schon mal ein Boot durch die Gegend fahren. Ich glaube, die Nachbarn halten mich gerade für bescheuert. Vorne steht der Rasenmäher, aber ich hoffe, das passt alles ungefähr so mit dem Ton und dem Bild. Ja, Amsterdam. Manche haben es ja schon vielleicht auf Instagram gesehen. Wir waren da in einem Laden von Steven und Penelope. Amsterdam selber war die Hölle, muss ich einfach so sagen. Parkhaus, wo wir erst hin wollten, war irgendwie gar nicht vorhanden. Das nächste Parkhaus, wo wir dann geparkt haben, war dann so eins, wo man 55 Euro am Tag bezahlt, also nicht gerade das günstigste. Dann sind wir da durch Ecken gelaufen. Die wollte ich, glaube ich, auch nie von Amsterdam sehen. Die Stadt selber gefällt mir auch nicht wirklich. Viel zu überlaufen und so voll und wahrscheinlich mache ich mir jetzt keine Freunde damit, aber auch der gewisse Konsum von gewissen Sachen, fand ich happig, dass das so öffentlich gemacht wird, dass da die Joints auf dem Tisch lagen und daneben saßen Kinder und ja, ich bin da nicht so der Wahnsinnsfreund von und hat mich doch etwas geschockt, auch so die Geruchskulisse. Du hast also quasi Burgerladen, Pizza, Gras, Bäckerei, Fischladen, Gras, das ist immer so alles durcheinander, also es war einfach eine totale Reizüberflutung. Wir haben uns ein bisschen verlaufen auch noch, aber wie wir dann bei dem Laden angekommen sind. Boah. Also, wir waren ja mit den Schwiegereltern da, Yoshi und meinem Mann. Und ich bin alleine rein. Der Laden ist so vorne, ist flach und dann geht es eine Treppe runter. Also nicht unbedingt kinderwagenfreundlich. Und die Schwiegereltern sind dann mit Yoshi draußen geblieben und ich war so von einer Sekunde auf die nächste. Bäm! Reizüberflutung. Total. Ich bin quasi von einem Regal zum nächsten gelaufen. Da war ja ein Strang schöner als der andere. Und so diese. Ja, diese ganzen Marken, die sieht man dann halt schon mal. Bei den Tüchern von Steven West oder bekannteren Designern wie Undercover Otter, Yarn Stories, Madeline Tosh und sowas. Also wirklich die ganzen Marken, da hört man mal von. Aber wirklich gesehen, im deutschen Wollgeschäft habe ich die noch nie. Vielleicht mal unten in München in der Mercerie schon mal was, aber sonst. Puh, holla, die halt kann ich nicht anders sagen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos, die schneide ich hier mal noch irgendwie rein, die weiß ich noch nicht. Wurde dann von einer sehr netten Verkäuferin auch angesprochen, ob sie mir weiterhelfen kann. Eigentlich wurde ständig angesprochen, ob die mir weiterhelfen kann. Ich glaube, ich sah ein bisschen hilfsbedürftig aus. Und ich habe dann ja meine Wolle rausgeholt für den Hoodie-Shawl-Cardigan von Susanne Sommer. Also die beiden Knäuel hatte ich ja verstrickt und habe mir nämlich überlegt, dass ich dazu mir einen passenden Strang holen wollte. Und dann zog sie, ich habe es schon gewickelt, dieses Schätzchen hervor und das passt einfach so Bombe. Ja, und im Prinzip bin ich dann noch so ein bisschen rumgelaufen, habe mich noch weiter umgeguckt. Das Lustige war, du hast ja diese ganzen Marken, auch im Prinzip kein Strang unter 25 Euro für 100 Gramm. Und dann gehst du durch den Laden durch und hinten stehst du dann von der Wand mit Schoppel. Ja, die Zauberbälle kriegt man da übrigens auch. Also ich wurde ständig angesprochen, alles so lieb und so nett und ich habe dann halt auch gefragt, ob ich ein paar Fotos machen kann, ein paar Videos. Ja, ja, kein Problem, nur die Anleitung soll ich nicht abfotografieren, was ja irgendwie logisch ist. Der ganze Laden ist einfach so
Man kann sich gar nicht satt sehen von diesen Farben, von den Färbungen. Also, der Wahnsinn einfach. Ja, und dann habe ich gekauft. Jede Menge Reizüberflutung. Also wie gesagt, das hier ist Undercover Otter, Sockenwolle. 400 Meter, 100 Gramm, 75% Hasse. 80% Merino, 20% Nylon. Also das ist die hier in der Farbe Hard Candy. Mit süßen Otter drauf. Ich hoffe, es stellt scharf. Ich habe noch nie über das Handy aufgenommen. Und dann habe ich mir von Gun Stories, kommt sogar aus Deutschland, dieses Schätzchen geholt. Oh, ist ja nicht der Hammer. Das ist 100% Merino, 400 Meter, 100 Gramm. Und da ist so ein geiles Orange, Beige, Braun, Rot, Gesprenkel. Oh, ich finde den so schön. Also es war der Moment, wo mein Mann reinkam und gesagt hat, du müsstest jetzt doch langsam dich mal entscheiden, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Ja. Dann habe ich mich für den entschieden und natürlich musste noch eine Projekttasche mit. War ganz lustig, die Verkäuferin hat mir gesagt, die aus dem Ausland kommen, die nehmen alle das Ding mit dem Fahrrad. Ja, und ein paar Maschenmarkierer habe ich mir noch geholt, diese einfachen, halt die schwarzen so, wie die Fortschrittsmarkierer halt. Ich will da wieder hin. Ich will wieder, nie wieder nach Amsterdam, aber ich will in diesen Laden. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass eventuell so einer auch in Deutschland aufmachen soll. Ich glaube, ich bin die Erste, die dann da ist. Es ist so... Ich habe ja schon einen Strang von Undercover Otter, den ich mich nicht traue zu verstricken. Und den verstricke ich jetzt gerade und es ist so schön. Es ist so weich, es ist so kuschelig, es ist so... Ja, geil. Es ist einfach nur ein geniales Gefühl. Ja, und dann habe ich bezahlt und war auch ganz stolz auf mich, denn ich habe das ganze Gespräch, so dieses Verkaufsgespräch, Beratungsgespräch bezahlt, habe ich alles auf Englisch gemacht. Und ich habe in der Schule Englisch gelernt, also mein Englisch ist nicht unbedingt das Beste. Wenn man es halt mal gelernt hat, man konnte es ganz gut und hat es jahrelang nicht verwendet, aber ich habe es trotzdem gut hinbekommen, bin ich echt ein bisschen stolz auf mich. Bin rausgegangen und beim Rausgehen kam mir dann echt Steven West entgegen. Ich habe lange überlegt, habe vorher schon lange überlegt, was mache ich denn, wenn er in dem Laden ist. Ich bin ja gar nicht so der Wahnsinns-Fan von dem. Ich habe ein paar Tücher von ihm gestrickt. Ich finde es ganz gut. Ich finde den Typen ein bisschen abgedreht. Bin dann raus. Also dann kam er mir entgegen. Oh, scheiße. Irgendwie so ein Bäm-Moment. Ich mache das jetzt. Wollte ich ihn ansprechen wegen einem Foto, aber habe mich da nicht so ganz getraut und bin dann rausgegangen zu meinem Mann und habe gesagt, du, der ist da. Ja, wie, der ist da? Habe ich doch eben nicht gesehen. Ja, der ist gerade reingekommen. Dann hat mein Mann mich reingeschleppt und ich habe ihn dann angesprochen, ob wir wohl ein Foto zusammen machen könnten. Und ich meine, ihr kennt ja die Bilder von ihm, ne? Das ist so ein bisschen, jetzt gucken die Nachbarn komisch, aber ich rede einfach mal weiter. Vielleicht hätte ich mal winken sollen. Der Typ ist immer so ein bisschen abgedreht, aber ich finde, der kommt auch ein bisschen arrogant rüber. Aber habe dann halt gefragt wegen dem Foto und ich glaube, die ziehen jetzt in das Haus ein. Ja. Und er war so nett, der war so freundlich. Er fragte dann noch, wo wir herkommen. Und mein Mann hat ja nichts Besseres zu erzählen, dass wir nur Urlaub in Holland machen, damit ich in dieses Wollgeschäft fahren kann. Nein. Ja, er hat ja recht. Und dann hat mein Mann noch halt ein Foto mit ihm gemacht. Und ich war so die ganze Zeit so happy und habe das. Ich bin wohl doch ein kleines Fangirl. Also, es war echt so ein Highlight. Der war unglaublich nett. Die waren alle da so nett in dem Laden. Also wenn ihr mal die Chance habt, da hinzufahren, macht es. Es ist echt genial, es lohnt sich. Also wenn man, gerade wenn man auf handgefärbte Wolle steht, wow. Nehmt gute Nerven mit. Also wie gesagt, wenn wirklich ein Laden nach Amsterdam müsste ich jetzt nicht nochmal, aber wenn hier ein Laden in der Nähe aufmacht, ich glaube, ich bin die Erste, die da hinrennt und einkauft. Es ist kein günstiges Vergnügen, also ich habe insgesamt für die Tasche, die Maschenmarkierer und die zwei Stränge Wolle habe ich etwas über 60 Euro bezahlt. Wie gesagt, die Undercover Otter. Moment. Muss der unbedingt jetzt da die Hecke schneiden? Ja, 62 Euro habe ich bezahlt. Die Undercover Otter kostet 26 Euro. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein. 28 Gun Stories und ich glaube, ich höre jetzt hier auf.
gerade einfach mal, das noch schnell zu Ende zu machen. Ich wollte euch nämlich noch meinen Fortschritt zeigen beim Hoodie Shawl Cardigan von Sie Silberne Sommer. Das ist der Anfang. Das ist die handgefärbte Wolle von, habe ich auf Chesterwool gefärbt. Das sind ja die beiden Knäuel, habe ich am Anfang schon gezeigt. Und das hier ist mein Undercover Otter angestrickt. Also dieses Sprenkelgarn. Das wird ja erst mit einem Dreieck gestrickt, dann sind hier die Armlöcher und dann wird mit verkürzten Reihen also das Ganze gerade gestrickt. Und so weit bin ich im Urlaub gekommen. Also schon ein Stückchen so weit, dass ich sehen kann, die Ärmel passen auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz schön. Und ja, ich kann euch noch zeigen, wie Undercover Otter gestrickt aussieht und die ist so weich. Ich glaube gar nicht, wie kuschelig weich diese Wolle ist. Also es ist echt, es wird so eine Kuscheljacke, glaube ich. Der Hammer. Ja, mehr kann ich euch nicht zeigen, mehr habe ich nämlich nicht gestrickt. Ich bin echt bei diesem Projekt geblieben. Und es macht unheimlich Spaß. So. Ich packe jetzt meine Sachen ein. Gucken nämlich schon wieder alle so komisch. Aber irgendwie hat das doch Spaß gemacht, draußen aufzunehmen. Vielleicht mache ich das mal öfter. Wir haben ja auch bei uns schöne Ecken, wo man sich einfach mal mit der Kamera hinsetzen kann. Und normalerweise habe ich ein Stativ dafür. Also, mal gucken. Vielleicht nehme ich später von zu Hause nochmal auf oder lade das jetzt so hoch. Ich weiß es noch nicht. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ für euch. Ihr hattet so viel Spaß wie ich. War mal was anderes und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Leute, das müsst ihr euch mal hier mal angucken. Das ist der Wahnsinn. Ich bin gerade so durch den Laden gelaufen und wusste gar nicht, was so toll.